Der Entschluss, dass ich Goalie-Trainer werde, ist relativ schnell gekommen, am Schluss meiner Karriere. Ich bin fasziniert vom Goalie-Wesen an und für sich. Und ich denke, es gibt nichts Schönes, wenn man dann selber als aktiver Goalie war, die eigenen Erfahrungen der aktuellen Goalie mitzugeben und das tagtäglich mit ihnen zu teilen. Das ist ein schöner Beruf. Am meisten Zeit verbringe ich natürlich mit dem Staff, das ist klar. Wir haben ein Büro, wo alle vom Staff sich teilen. Und da treffen wir uns regelmäßig, sicher 2 Stunden vor dem Training, dann das Training besprechen, schauen, was die Ziele sind für die einzelnen Training. Wir diskutieren auch nach dem Training relativ viel noch zusammen, diskutieren, was auch am nächsten Tag für Arbeit auf uns zukommt, welche Spieler verletzt sind, welche das fit sind, bereiten uns auf den Gegner vor. Und natürlich sind das die einzelnen Goalies, sind 3 Persönlichkeiten mit dem Jene, mit dem Schiffko, mit dem Gianni, wo ich tagtäglich natürlich auf dem Platz am meisten Zeit verbringe und ihnen natürlich auch neben dem Platz Hilfestellung gibt. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, familiär oder privat oder irgendwelche Sachen beschäftigen. Ich muss schauen, dass Goalie besser werden. Ich muss schauen, dass Goalie so wenig möglich Goal kassiert im Spiel. Man schaut, wo entstehen gefährliche Aktionen für den Goalie, wo hat der Gegner Stärken, wie können wir gegen Goal über und probiert dann aufgrund der Spielanalyse die einzelnen Trainings so vorzubereiten, dass der Goalie dann am Wochenende Top-Leistung bringen kann und die Spielsituationen, die er im Spiel, im Matchtag erlebt, schön Training simulieren kann. Am meisten Freude macht man natürlich immer, wenn wir ein Match gewinnen. Weil nochmal, wir sind ein Teil vom FC Zürich. Wir wollen mit der ersten Mannschaft so erfolgreich sein, wie es geht natürlich. Und es gibt natürlich nichts Schönes, wenn man am Wochenende eine Bestätigung kann machen von der ganzen Woche, von der harten Woche, die man dann geschafft hat. Und wenn eine Mannschaft natürlich 3 Punkte holt am Wochenende, ist das immer natürlich auch eine Genugtuung für uns Staffmitglieder, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und das ist sicher das Schönste, was man machen kann. Ich habe mein letztes Spiel damals als Goalie im Mai, am 13. Mai in Basel erleben, wo wir im 06 in der 93. Minute Schweizer Meister geworden sind. Stahel, der Ball kommt zur Mitte! Da! Das gibt es! Und wie halt Gott will, habe ich dann 10 Jahre später, genau wieder am 13. Mai 2016, meinen ersten Trainingstag als Goalie-Trainer gehabt. Das ist, eine schöne Anekdote, denke ich, die genau 10 Jahre nach dem ersten Titel wieder mich zum FCZ zurückgeführt hat.